Wir haben ein Grundrentenkonzept bekommen. Hermann Gröhe hat da vieles zu gesagt. Das wird noch für Diskussionsstoff sorgen. Die SPD hat sich sozialpolitisch neu aufgestellt, hat sich mehr nach links bewegt. Sagen dazu, es ist legitim, dass eine Partei sich neu aufstellt. Ich finde es aber auch richtig, dass wir sagen, dass wir andere Konzepte haben, dass es uns darum geht, zu verhindern, dass Menschen in Arbeitslosigkeit hineinkommen, dass es uns darum geht, dass Menschen aus Arbeitslosigkeit wieder schnell herauskommen. Das ist vielleicht einer der wesentlichen Unterschiede zur SPD, die sich mehr mit Menschen in Arbeitslosigkeit beschäftigt. Wir haben natürlich auch die Finanzierung vor Augen.